sofort zu Asche. Alles, was nicht von der Stadtwache kontrolliert wird, gehört den Banden. Und dazwischen leben da noch richtig schräge Vögel, so wie die Lumpengräfin. Man sagt, sie sei verrückt. Ich weiß nicht, was schlimmer ist. Liegt ganz bei Ihnen. Wir nehmen lieber das mit dem Feuer. Neutralisiere Oberaufseher Campbell. Nutze die Bottles Skill-Klassen, um die Lichtwinde zu malen. Sprich, Alter, okay. Moment. Ja, dann öffne bitte auch das Inventar. Okay, 3 Mana, 6 Elixiere. Ziele hier. Optional würde ich sagen, machen wir. Haben wir das jetzt ausgewählt? Ich würde sagen, wir machen erstmal optional. Dann haben wir auch wirklich alles von dem Spiel hier. Sei vorsichtig, verdammt. Behalte sie im Boot. Der Kanal ist schon verseucht genug. 1, 2, 3, hoch! Gut, immer her damit. Hey, was gibt's? Ich glaube, der Letzte hat sich bewegt. Was? Ja, der Kleine. Arthurs Notiz. Liebste Gwen, die Stadt wird brennen. Ha! Gut, ich habe alles verkauft, nur du bist hier noch für mich von Bedeutung. Ich warte auf dich dort, wo die Reste des Flavoring Boulevard in den Fluss gestürzt sind. Wo wir uns einst getroffen haben. Wir nehmen das Geld, das ich verdient habe, und kaufen uns damit eine Passage auf einem vorbeiziehenden Walfänger. Ohne dich werde ich nicht gehen. Und wenn du nicht mitkommst, dann bin ich lieber Rattenfutter. Liebe, dein Arthur. Unmöglich. Hab sie selbst überprüft. Mach weiter. Oh. Na, jetzt bewegt er sich nicht mehr. Eins, zwei, drei, hoch! Irgendwie ein bisschen... Oh, ne, hier oben ist nicht gut. Kann man da... 1, 2, 3, hoch! Ja, hier ist ja gar nicht. Ja, dann können wir wieder zurück. Verdammt. Ratte, verschwinde. Uns hat keiner gesehen. 2, 3, gut, hoch. Immer her damit. Ich sagte ihr doch, die Kinder nicht rauszulassen. Ich sagte es doch. Nur bewusst was machen. Weil sieht nicht so böse aus. Achtung, Bürger von Dunwall. Bitte machen Sie den Weg frei, wenn sich Ihnen ein motorisiertes Fahrzeug oder ein Stelzenläufer im Staatsdienst nähert. Diese Fahrzeuge werden weder Ihre Geschwindigkeit drosseln noch anhalten, wenn Ihnen Bürger im Weg stehen. Ja, nice. Oh. Ja, solange der nicht hier runterkommt, ist alles cool. Ja, nice.
Aber der kann auch gerne mal wieder weggehen. Hier gibt es nichts zu gucken. Perfekt. Oh! Kein Risiko. Wenn die auch nur etwas grün um die Nase aussehen, ab mit ihnen. Moment, wie viel sind da? Drei fucking Leute. Ach du Heilige. Okay, Eins, zwei, drei, hoch! Armbrust, Betäubung, Mine, Brand. Oh shit! Alter! Nein! Große Klappe, nichts dahinter. Boah! Okay, ich muss erstmal... Letzter Speicherpunkt. Was? Scheiße! Ehrlich, von so weit wieder? Kennen wir ja auch schon. Der Kanal ist schon verseucht genug. Hey, was gibt's? Ich glaube, der Letzte hat sich bewegt. Was? Ja, ich schlepp mal trotzdem mal weg. Unmöglich. Hab sich selbst überprüft. Mach weiter. Na, jetzt bewegt er sich nicht mehr. So. Die machen wir bewusstlos. Werfen die mal dahin. Achtung, Bürger von Dunbar. Folgende Geschäfte wurden aufgrund von solchen Erregern geschlossen und vom Staat beschlagnahmt: Barrows Barbershop and Surgery, The Duke and Dancer Alehouse, Barrett's Printing Firm, Pennyworth Tech and Saddle Emporium und die Smoke Street Dice. So. Brauchen Überlebender. Über uns ist jetzt einer. Nee, lieber nicht. So, okay. Jetzt brauchen wir die Armbrust wieder. Eins, zwei, drei, hoch! Zu den Waffen! Das war's mit dir! Gut! Jawohl! Tüdelü, du Wichser. So, den auch noch.
Alles klar. Da ist diese Leuchtwand. Sammeln wir den hier nochmal. Was ist denn der? Da ist der. Jawohl! Du kannst diese Lichtwand auf verschiedene Weise überwinden. Irgendeine Ratte. Ein Leuchten drüber oder drumherum. Achso, deaktivieren, klettere auf Kisten, finde einen anderen Weg, übernehme mit Beherrschung die Kontrolle über eine Ratte. Okay, habe ich nicht. Oh, das, Was? Da bist du ja. Oh Gott. Passt auf. Verdammter Hund. Schnapp die Leute. Aha. Mach die fertig. Achtung, Bürger von Dunmore. John Clavering Boulevard wurde zur eingeschränkten Verkehrszone erklärt. Alle Bürger müssen dort mit einer Durchsuchung oder Festnahme durch die Stadtwache rechnen. Jawohl! Okay, das nächste Mal müssen wir das Geschickte anstellen. Ist eine andere gestorben. Eins, zwei... War 03, egal. Weil das war jetzt irgendwie... Die Lumpen greifen. Die sich teleportiert oder was? Die waren immer schon links. Nie hörst du zu. Moment, Telefon. Immer diese Telefonate hier. Ich fürchte, die kleinen Vöglein sind heute traurig. Muss ich nicht gegen kämpfen? Lumpengräfin, komm raus aus deinem... Liebster? Bist du es, mein geliebter Ehemann? Meine Augen sind nicht mehr das, was sie einmal waren. Hast du meine kleinen Vögelchen gesehen? Die lieben Kleinen müssen ohne ihre Lumpengräfin am Verhungern sein. Hier, Vögelchen. Hier. Du meine Güte. Schon wieder so viele Herren, die nach mir fragen, aber nicht wie früher, nicht die Netten. Ich höre sie, und sie sind auch nicht einmal sehr höflich. Lumpengräfin, Lumpengräfin, lass uns rein! Na, irgendwann werden sie verschwinden, wenn sie wissen, was gut für sie ist. Was für eine Plage! Hier ist der Schlüssel zur Haustür, Liebchen. Du kümmerst dich um diese Rüpel, nicht wahr? Gott sei Dank. Oh nein, das ist nichts Schönes. Nur Müll.
Nee, wirklich. Kann sie uns nicht richtig sehen? Mach auf, Großmutter! Ich wette, sie kann uns nicht mal hören. Sie ist blind, nicht taub. Wir wollen die Wäsche abholen. Alles klar. Aber auch nicht dumm. Mach doch besser. Wir holen dein Geld, Großmutter. Irgendeine Urne. Nehmen wir hier nochmal kurz was mit. Okay. Hat 80 Jahre gewühlt. Die muss was gefunden haben. Nein, das ist nicht schön. Was? Schau dir das an! Wer so aussieht, hat auf der Bottle Street nichts verloren. Na los, holen wir uns die... Ja. LOL! Schlag ihm die Zähne ein. Alter! Voll die Säcke, ey. Ja, da kannst du nicht mehr spucken, wa? Lumpengräfin geht nicht, denn du bist tot wie eine Maus. Hallöchen, alles erledigt. Oh, mein Lieber, ich wusste, dass du mir mit diesen ungehobelten Rabauken helfen würdest. Mein tapferer Held. Hör zu. Ich habe ein Geburtstagsgeschenk für dich. Ich bekam es vom Outsider und jetzt gebe ich es dir. Nur zu, es ist oben. Auf der Kommode. Du wirst damit deine feine Figur schnitzen. Weißt du noch, wie wir früher tanzten? Unsere Feiern waren großartiger als die im Hause Boyle. Jeder wollte eine Einladung. Ein Vöglein wäre, würde ich das essen wollen. Ja, das Moment, ich schließe mir nochmal die Tür. So. Ich fürchte, die kleinen Vöglein sind heute traurig. Oh, wie die Ratten direkt da drauf gehen, ey. Krass. Neue Rune. Kannst du kreativ einsetzen, um Gegner zu besiegen oder die durch Umgebung zu... Jo. Ich hoffe, dir gefällt das kleine Geschenk, das ich dir geholt habe. Das ist das Mindeste, was ich dir für deine Hilfe geben kann. Ich kann diese Bottle Street Kinder nicht ausstehen. Rohlinge, jeder von ihnen. Faules Obst. Und dieser Slackjaw ist der schlimmste von allen. Da fällt mir ein, du kannst noch etwas für mich tun. Noch einen Gefallen. Und ich gebe dir noch ein Geschenk. Noch eine hübsche Rune, aus den Knochen eines toten Wals geschnitzt. Du erinnerst dich an meinen Arzt, mein Lieber? Dr. Galvani. Was für ein schlauer Mann. Er hat alle möglichen Ratteninnereien und Krankheitserreger in seinem Labor. Wäre es nicht schade, wenn etwas davon in die Elixiervorräte der Bottle Street Gang gelangen würde? Verdient hätten sie's. Kümmere dich darum, Lieber. Ich finde noch ein Geschenk, so schön wie das erste. Galvani wohnt auf dem Clavering Boulevard. Jedenfalls früher. Das waren noch Zeiten. Und jetzt los. Meine kleinen Vögelchen haben Hunger. Meine Schätzchen. Das war irgendwie wie Gollum mit den Händen. Sie sind scheu. Du musst gehen, sonst kommen sie nicht. Alles klar, Dr. Gavarnis Büro. Old Dunwell. Ne, wir bleiben noch auf der Bottle Street. So.